Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Leute, zu den Daily News. Heute haben wir sehr spannende Themen. Themen wie DayZ, PlayStation 4, Assassin's Creed 5 und so weiter. Yo, meine lieben Leute, dann fangen wir direkt an. Nur so eine kleine Info, ich habe ein Battlefield 4 Gameplay im Hintergrund am Laufen. Alles von mir aufgenommen. Dann fangen wir an. Und zwar mit DayZ. Ja, wer möchte denn dieses großartige Spiel nicht hören? Ein Spiel für jedermann definitiv. Denn vor einigen Tagen ist die Alpha erschienen. Rund 24 Euro kannst du diese Alpha unter Steam kaufen. Und die hat sich auch sehr gut verkauft. Rund über 170.000 Mal wurde diese Alpha heruntergeladen. Aber es gibt jedoch sehr viele nervige Bugs momentan und die Zombies sind kaum vorhanden und die Features, die man aus dem Mod kannte, gibt es auch nicht mehr. Aber Dean Hall hat sich jetzt nun gemeldet, denn er sagte, dass Anfang 2014 ein Update geben wird und dieses Update wird dazu führen, dass die Zombieanzahl hochgeschraubt wird, dass diese nervigen Bugs entfernt werden. Und zusätzliche Features nannte er, dass 300 Tiere pro Server zur Verfügung gestellt werden, die man selbstverständlich jagen kann und das Fleisch einfach, beziehungsweise das Steak einfach in die Bratpfanne und dann weg in die Fräse damit. Ja, das war's dann mit DayZ. Das Spiel, ich glaube, einen genauen Release gibt es momentan nicht, aber wir freuen uns drauf. So, dann kommen wir zu Assassin's Creed, denn es wird gemunkelt, dass Assassin's Creed 5 entwickelt wird. Ja, leider war Assassin's Creed 3 nicht der größte Affe im Käfig, aber was willst du machen? Dann kam Assassin's Creed 4, Black Flag, war auf jeden Fall meilenweit von Assassin's Creed 3 entfernt. Es hatte auf jeden Fall sehr viele innovative Sachen, die Karibik sah hervorragend aus und vor allem diese bemerkenswerte, offene, riesige Karte war auf jeden Fall sehr interessant. Das kann ich jetzt nicht von mir selbst beurteilen, da ich das Spiel noch gar nicht gespielt habe, aber schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das Spiel fandet. So, jetzt kommen wir wieder zurück zu Assassin's Creed 5. Denn hier gibt es ein Problem, denn es wird einmal Assassin's Creed 5 entwickelt und Assassin's Creed ... Was? Ja, ihr habt's richtig gehört, zwei Spiele werden entwickelt. Was will man dazu sagen? Das ist schon ein bisschen krank, nicht wahr? Zwei Assassin's Creed-Teile in einem Jahr. Das ist auf jeden Fall sehr negativ. Jedenfalls wird ein Spiel für die Next Gen entwickelt und das andere Spiel für die Current Gen. Ob die sich jetzt inhaltlich unterscheiden werden, storymäßig, ob die sich ja auch storymäßig unterscheiden werden, könnte man eigentlich erwarten. Denn Assassin's Creed 4 war ja jetzt nicht so der Oberbrüller, was die Grafik anbelangt, vor allem für die Next Gen. Für die Current Gen war das eigentlich ganz bemerkenswert, aber für die Next Gen, es war ein bisschen besser, also. Aber bleibt abzuwarten. PlayStation 4, PlayStation 4, PlayStation 4. Ja, kommen wir zu PlayStation 4. Denn, wie wir schon wissen, ist die PlayStation 4 ausverkauft. Nicht nur die PlayStation 4, sondern auch die ganzen Sachen, die Equipments, die Controller, die Kamera, die Ladestation, der Standfuß und so weiter. Und das war alles ausverkauft. Jedoch hat sich vor einigen Tagen Amazon gemeldet, beziehungsweise gestern hat sich Amazon gemeldet. Und zwar wurde alles zur Verfügung gestellt, was die Equipments anbelangt. Das bedeutet der Controller. Die Kamera kann man sich jetzt kaufen, die Ladestation, der Standfuß und so weiter halt. Ab nach Amazon. Saints Row. Ein neuer Saints Row? Fragezeichen. Das weiß man leider nicht, denn Jaymore, ein Schauspieler, hat sich nun gemeldet unter Twitter. Er hat bekannt gegeben, dass er an einem Saints Row arbeitet, beziehungsweise er darf mitwirken. Wie gesagt, er ist ein Schauspieler. Jetzt weiß man noch nicht, ob das ein neuer Teil ist oder ob das nur eine Erweiterung für das jetzige Spiel ist. Aber ich werde euch, ja, am Laufenden halten. Ballern wie die Feinde in Call of Duty Ghosts nieder. Ja, das möchten wir gerne, aber das funktioniert momentan nicht so richtig, wie man das plant. Denn es gibt sehr viele nervige Spawn-Systeme in diesem Spiel. Und Infinity Ward hat sich jetzt nun gemeldet. Die meinten, dass demnächst ein Update folgen wird, das diese nervigen Spawn-Systeme beseitigen wird. Wie wahrhaftig die jetzt sind, weiß man leider nicht. Denn momentan scheint dieses Spiel auf jeden Fall Katastrophe zu sein. Ganze Call of Duty-Marke.
Und dieses Spiel geht leider den Bach runter. Vor allem, wenn jetzt Titanfall demnächst erscheint, dann wird dieses Spiel definitiv in die Gaskammer reingesteckt. Dieses Update wird auch die Waffenbalance, so wie die Scharfschützengewehre, auf jeden Fall überarbeitet. Hier gibt es zum Beispiel hier kein Aim Assist aus der Hüfte, was ein großer Bestandteil des Quickscopen in der vorherigen Teilung war. Also das wird komplett fast abgeschafft. Die Spieler müssen nun versuchen, ohne fremde Unterstützung zu zielen, bis sie voll anvisiert haben. Also das ist eigentlich ganz gut. Das war auch in Black Ops Fall der Fall. Was gibt es noch? Das Hüftfeuer für die Scharfschützengewehre wurde weitreichend entfernt. Und die Steuerung aus der Hüfte wurde drastisch erhöht. Also das ist auch nicht schlecht. Was haben wir denn noch hier auf dem Markt? Die Aimed Down Sight Geschwindigkeitsskala mit dem schneller Zielen Perk wurde deutlich für Scharfschützengewehre reduziert. Also komplette Scharfschützen Leute werden komplett kastriert. Jetzt kommt eine sehr freundswerte News für die Hardcore Gamer, denn Dark Souls 2. Die Entwickler haben jetzt bekannt gegeben, dass es keine DLCs geben wird. Die werden jetzt keine kostenpflichtigen DLCs anbieten. Vielleicht könnten die kostenlose DLCs noch anbieten, aber die werden jetzt das komplette Paket in die CD reinpressen. Nicht so wie das in den mit den meisten Entwicklern jetzt der Fall ist. Die stellen Inhalte kurz vor dem Release raus und bieten das als kostenpflichtig an, was schon eine große Frechheit ist, was schon ein Totschlag normalerweise dazu führen sollte. Und das wird jetzt nicht mit Dark Souls 2 gemacht. Die werden das komplette Paket rüberschmeißen und die PC-Umsetzung wird auf jeden Fall drastisch verbessert. Das bedeutet, die PC-Umsetzung von Dark Souls 2 war ja auf jeden Fall eine Katastrophe. Da gab es auf jeden Fall einige Probleme. Aber das wird jetzt nicht mehr zukünftig der Fall sein. Wir freuen uns drauf. Das war's dann mit den Daily News, meine Damen und Herren. Und wir sehen uns dann.